Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 22. Juni. Heute melden wir uns wieder mit neuen Streaming-Tipps für euch. Die Frauen aus unserem ersten Tipp haben in ihrem Leben schon für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Vielleicht wisst ihr schon, worum es geht, wenn ihr die Namen Carrie, Miranda und Charlotte hört. Heute geht nämlich das Sex and the City Spin-off And Just Like That weiter. Die Serie spielt rund 11 Jahre nach dem zweiten Sex and the City Kinofilm und 23 Jahre nach der Originalserie. Dementsprechend hat sich auch das Leben der Protagonistinnen weiterentwickelt. Und sie müssen sich jetzt unter anderem mit Dingen wie Social Media beschäftigen. In Staffel 2 geht's vor allem ums Loslassen und Veränderungen im Leben. Carrie stürzt sich zum Beispiel wieder ins New Yorker Sexleben. I will take you to the place to meet single men. I get it now. These one night stands are amazing. Afternoon, Professor Wallace. Good afternoon, ladies. We are all blissfully unaware when our lives are about to change. Do you? Yes, I will. And just like that, I realize you never know. What tomorrow will bring. In der zweiten Staffel sind noch mehr alte Gesichter aus Sex and the City zu sehen. Carrie trifft zum Beispiel auf ihren Ex-Verlobten Aiden und anders als in der ersten Staffel wird diesmal auch Kim Cattrall als Samantha wieder mit dabei sein. Die neuen Folgen And Just Like That könnt ihr ab heute parallel zur US-Ausstrahlung wöchentlich bei Wow streamen. Als nächstes geht's um die mal wieder gefährliche Suche nach der Wahrheit. In der neuen deutschen Serie Schlafende Hunde geht es um die aufstrebende Staatsanwältin Jule Andergast und den Ex-Polizisten Mike Atlas, der mittlerweile auf der Straße lebt. Unabhängig voneinander untersuchen die beiden einen eigentlich abgeschlossenen Mordfall. Sie wissen nicht, auf was sie sich einlassen und wecken die sprichwörtlichen schlafenden Hunde. Auf dem Tisch, Atlas. Haben Sie eine Idee, was das hier für ein Logo ist? Die legen jeden um, der an den Fall Harris rührt. Wer sind die? Die Frage ist, was haben die noch gedeckt? Es ist deine Schuld, Atlas. Wo ist meine Tochter? Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Wir sind keine Engel! Was habe ich getan? Was? Hinter dem Mord steckt anscheinend eine Verschwörung, die tief in den Polizeiapparat und die höchsten Ränge der Justiz geht. Die Serie basiert auf der israelischen Vorlage The Exchange Principle. Die deutsche Adaption Schlafende Hunde könnt ihr ab heute bei Netflix gucken. Unser dritter Tipp zeigt uns, wie man sich 2005 die Zukunft vorgestellt hat. Der Film Aeon Flux spielt im Jahr 2415. Die Menschheit erholt sich gerade von einem Virus, das fast alles Leben auf der Welt ausgelöscht hat. Die meisten Überlebenden wohnen in dem totalitären Stadtstaat Bregna, in dem auch die Protagonistin Aeon Flux zu Hause ist. Nachdem ihre Schwester von Regierungsagenten umgebracht wird, schwört sie Rache. Die Kontrolle durch die Regierung ist lückenlos. Menschen verschwinden, als hätten sie nie existiert. Doch es gibt Rebellen, die an die Freiheit glauben. Und im Namen der Verschwundenen kämpfen. Ich bin einer von ihnen. Fertig? Immer. Hände weg vom Gras. Aeons Ziel ist es, den Regierungschef Trevor Goodchild zu töten und damit den ganzen Staat zu stürzen. Dazu muss sie allerdings in hochgesicherte Staatsgebäude einbrechen, die unter anderem von messerscharfem Gras umgeben sind, das sich automatisch auf Angreifer ausrichtet. Den Actionfilm Aeon Flux mit Charlize Theron in der Hauptrolle findet ihr jetzt bei Paramount Plus. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Morgen findet ihr aber schon wieder eine neue Folge mit frischen Tipps.
Wenn ihr diesen Podcast kostenlos abonniert, dann bekommt ihr die neueste Folge immer direkt in euren Feed. Ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Jonas Nikolik hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.